Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruptions, Part Nummer 7. Ja, im letzten Part... Ja, sind wir in die Lava gesprungen? Nein. Sind wir hier zu einem Nebengebiet von Bryo geflogen. Und ja, haben auch festgestellt, dass hier unser Eiskollege hier gelandet ist, gell? Wie man es oben gesehen hat. Und wir sind auch schon eine Weile nach vorne gelaufen. Bin nur wieder zurück, weil ich ja gespeichert hatte. Deswegen muss ich jetzt nur noch mal gucken, dass ich hier schnell durchkomme, ohne großartig noch irgendwas zu vergessen, gell? Hätte eigentlich schon vorher rauslaufen können, aber es hat so gut gepasst, gerade von der... Ah, sind wir da, okay. Also wird es hier genauso sein, dass hier die Gegner immer nach zwei, nach zwei Locations wieder neu spawnen. So. Ah, das ist klar. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also ich muss ja immer noch sagen, ich freue mich eigentlich gerade auf den Teil hier am meisten. Aber er hat gesagt, ja, ich habe mir schon angefangen in dem Sinne. Weil ich halt... Ich rutsche dann wieder runter. Immer wenn ich mich umdrehe, bewege ich mich dabei noch oder was? Ja, ich soll mich vielleicht erst umdrehen und dann halt mich bewegen, gell? So, da waren wir letztes Mal auch schon, genau. Oder? Nee. Wir waren noch nicht, oder? Weil jetzt lernen wir das auch erstmal kennen mit den kleinen Viechern hier. Wo können wir da hinfliegen? Da nach links? Oder ist oben irgendwas? Oben ist jedenfalls ganz, was ganz Fieses, gell? Na. Oh, 300 Gegner eliminiert? Ja, das kommt vermutlich nach und nach, gell? Weil es natürlich die Frage ist, was war unten, gell? Wenn man zwei Wege geht, kann es ja sein, dass einer optional ist, ein anderer der Weg ist, den man gehen soll. Ja, wobei, das war vermutlich das, das Extra in dem Sinne. Alles klar, aber hier komme ich nicht weiter. Okay. Also war nur für die Missiles, aber ist ja auch gut. Was man hat, hat man und muss man nicht nochmal holen. So, was bist du hier? Geh weg, du komisches Ding hier. Alles klar. Aber ich war doch, oder? Ich bin gerade schon wieder vom Gedanken her. Doch, das habe ich schon gescannt gehabt. Also, ach so, war das vielleicht so ein Umweg, wo ich dann jetzt halt außen gegangen bin, damit ich da hingekommen bin? Na gut, vermutlich, gell? Mal was zum Ziehen. Oh. Ach so, das ist ein Aufzug. Aufzugssystem basiert auf einer veralteten Konstruktionsweise und muss manuell aktiviert werden. Naja, deswegen müssen wir auch am Schalter ziehen, gell? Hebel der Aufzugsteuerung muss gekippt werden, um die Plattform zu aktivieren. Da muss Samus Aran mal ihre Hände benutzen, aber nein, sie benutzt dann trotzdem noch ihr... ihr Equipment. So. Ab jetzt fängt halt sozusagen das Ganze richtig hier an, damit wir halt was eventuell neu zum Scannen haben. Ich sollte mir, glaube ich, mal echt angewöhnen, hier auch auszuweichen, wenn die Gegner mit abschießen. So, ansonsten sieht das Gebiet relativ groß aus, ja. Achso, ich sehe schon, hier muss ich dann wieder meine Fässern nutzen, aber hier komme ich eh nicht drüber, also wird es, glaube ich, egal sein. Hm. Oder bieten sich ja bei Plattformen, aber ich probiere es einfach mal aus. So, eins, zwei, eins. Es war wohl gewollt, dass ich das so mache. Überladung, würde ich mal sagen, oder nicht? Oh, Fässerüberladung festgestellt. Fässern durchdrücken von Arsch. Schneller Folge ableiten, okay. Habe ich jetzt zu lang gebraucht oder was? Samus, we just received very abnormal readings from your life support systems. Das war vermutlich. Das war vermutlich geskippt. Gescriptet so rum. As a precaution,
We are downloading the diagnostic data from your suit to further analyze the situation. Mhm. We will contact you again if we have any more information. Ja, Fässern ist halt nicht unbedingt gesund. Na gut, ich sehe übrigens gerade hier vor lauter Rumgelaber hier, das wäre doch auch der einzige Weg gewesen, wo ich hier lang gekommen wäre. Von daher war das, ja, das war so gewollt, dass das halt jetzt gerade passiert. Nicht, dass es schon vorher passiert wäre oder so. Na gut. Ja, man soll halt nicht mit Fässern rumspielen. Das ist halt nach wie vor kein einfaches Zeug, womit man halt derzeit ja, arbeiten sollte. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Es handelt sich um einen Pumpenturm für Brenngel. Anlage ist im Standby-Modus. Ja. Oh. Aber er will auch nicht mit uns reden, gell? Wartungsholm außer Gebrauchsposition. Holm muss zur Verbindung mit dem Pumpenturm herausgezogen werden. Okay. Geldurchflussregulator liegt brach. Zur Aktivierung des Regulators ist eine Ansaugimpuls erforderlich. Übrigens, wie hier gerade komplett die Musik aufgehört hat. Leitungssystem nimmt überschüssiges Brenngel auf. Kapazität voll ausgelastet. Um seine ganzen eingefrorenen Stellen hier wieder. Aber da komme ich nicht unbedingt hin zum Scannen. Zu weit weg. Wartungsholm außer Gebrauchsposition. Holm muss zur Verbindung mit Punkt. Gut, da muss ich vermutlich dann hier erstmal wieder die ganze Vorrichtung wieder in Gang kriegen. Abfackelung erforderlich, damit das System Energie enthält. Aufgeladene Schüsse können das Gel entzünden. Ah ja, okay. Was haben wir da vorne? Abfackelung erforderlich, damit das System Energie erhält. Aufladungsschlüssel? Okay. Ich dachte eigentlich erstmal, da steht was, aber... Ja, okay, es gibt einen kleinen Kampf. Ui. Kenne ich auch nicht mehr. Morphologie, Blendwolf. Legt kurze Strecken per Teleportation zurück. Anfällig gegen Kälteattacken. Ja, habe ich Kälte? Nein. So, ein bisschen mehr Informationen hier. Der Stoffwechsel der Blendwölfe, der allein auf thermaler Energie basiert, bedingt eine Anfälligkeit gegenüber Angriffen mit niedrig temperierter Waffentechnik. Blendwölfe werden oftmals von den Reptilicus als Wach- oder Jagdtiere eingesetzt. Sie ernähren sich von Brenngel und sind in der Lage, zum Angriff und zur Verteidigungsstöße umgewandelter Thermalenergie abzugeben. Diese Spezies ist über kurze Distanzen zur Teleportation fähig, wobei elektronische Zielsysteme beeinträchtigt werden. Ja, also das heißt wohl im Sinne von, man sollte ein bisschen nicht unterschätzen. Also, man merkt schon, ich tue anvisieren und verliere dann halt den Fokus wieder. Also ich kann nicht ständig hier zielen, das ist sogar der Gedanke. Aber solange man immer schön in Bewegung bleibt, passiert eigentlich nichts, würde ich mal sagen. Denke ich zumindest mal. Ich glaube, ich habe schon ganz Zeit Leben verloren hier. Ja, ich glaube, einen habe ich schon besiegt, aber sonst wäre hier kein Energiepunkt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel oft ich jetzt jeden getroffen habe, gell? Ah ja, da muss man echt in Bewegung bleiben, weil sonst würden die einem die ganze Zeit hier abfeuern. So, du bist besiegt. Und Teleportation. Ja, die teleportieren sich halt zu uns in die Nähe, deswegen muss man wirklich in Bewegung bleiben. Besser. Na. Ah. Aber schön, dass sie auch Störungen für sowas verursachen. Das war ja schon im zweiten Teil interessant. Ah, alles klar. So. Eben her.
Lass ich mal noch den restlichen Kram hier scannen, den ich nicht scannen konnte, weil er zu weit weg war. Na komm. Brenngel-Bottich ist leicht entflammbar. Zündimpuls könnte Überlastung des gesamten Lagersystems auslösen. Dann sollten wir das vermeiden. Also alles in ein Ding, okay. Scans weisen auf unbekannte Zusammensetzung der Eichschicht hin. Durch Beschuss nicht zu beschädigen. Ja, und wenn, dann maximal mit Feuer. Oder oben ist auch noch etwas nicht in Position. Struktur als Griffkante identifiziert. Bietet bei geradem Anspruch eine Haltung, einen Halt zum Hochziehen. Okay. Manche Kanten bestehen aus einzigartigen magnetischen Legierungen, die auf dem Anzug reagieren. Durch einen direkten Sprung und dem Festhalten an der Kante wird ein Energieimpuls im Anzug induziert, der es ermöglicht, sich hochzuziehen. Kanten, die grün schimmern, bieten einen solchen Halt. Wusste ich auch nicht mehr. Aber das ist vermutlich ein Upgrade, was wir dann erst noch brauchen, denke ich mal. Das heißt, man kann sich ja jederzeit festhalten, wenn wir ja dann sehen. Aber erstmal wieder ein bisschen Geschichtsstunde. So. Zeitalter des Krieges. Zu Beginn war die Zwietracht noch gering, jenseits des Horizonts der meisten Einwohner des Bryo. Doch sie schritt voran, allmählich und doch unaufhaltsam, wie der Sonnenaufgang. Die Diplomatie wich der Gewalt und der Krieg erfasste unsere Welt. Die Lehrmeister wandten sich von der Forschung hin zur Zerstörung und stürzten die Primären in grauen, ungeahnten Ausmaßes. Im Gegenzug wandten sich die Primären den dunkelsten ihrer altertümlichsten Kräfte zu und verfluchten uns Lehrmeister mitsamt all jenen, die im Dienste unserer Sache standen. Stellare Gefährten versuchten verzweifelt, den Konflikt zu schlichten, doch vergebens. Die Kriegsmeute war nicht aufzuhalten. Warum muss immer alles Krieg sein hier? Oder haben wir auch noch was? Na? Ist richtig gescannt. So, jetzt. Abfackelung erforderlich. Ja gut, okay, das scheint vermutlich alles so die, ja, ich sehe schon. Alles solche Stellen zu sein, wo man erstmal aktivieren muss. Ja. Achso. Ich muss, glaube ich, erstmal, ja. Ich muss, glaube ich, erstmal hier das anzünden, ja. Genau. Warte mal, ich müsste nochmal scannen. Ihr wisst ja. Vermutlich jetzt neu, genau. System verfügt über Energie, kann aber nicht aktiviert werden. Solcher Impuls benötigt. Einsatz eines Sprengkörpers empfohlen, ja. Nur damit man es halt liest, in dem Sinne. Ah ja. Oh, da kommen wieder komische Viecher raus. Aber die habe ich schon. Ja, die habe ich schon. So, Pumpenturm in Ausgangsposition. Zum Einleiten der nächsten Stufe muss die Steuersequenz initiiert werden. Ja, macht Sinn. Na. Treff nicht richtig. Zum Glück hat man nur endlich Munition, gell? Wäre ja schlimm, wenn nicht. So, ein bisschen ziehen, dann klappt das auch schon. So, da oben haben wir noch ein kleines Vieh. Ich möchte mich davor nur nicht stören lassen, während ich hier irgendwas anderes mache. Scannen und so, ihr wisst ja. So, also hier ziehen wir dann die Teile raus. Und da hinten. Achso, das ist jetzt bleibt in Position, gell? Sim wurde gebraucht, Einheit bleibt außer Betrieb. In Fortfahren nächste Steuereinheit aufsuchen. Ja, schon klar. Auch wieder was. Pumpenterminal erfordert Betätigung. Geldurchflussregulatoren werden über diesen Terminal aktiviert. Ja. Dann erstmal hier die Dinger rausziehen. Alles klar. So, angebracht. Sollte passen. Ja, und jetzt einfach rüberspringen, oder nicht? Oder? Warte mal, was ist denn das hier? Achso. Okay, da kann man gar nicht reinrollen. Ich weiß, ich bin in dem Sinne vielleicht ein bisschen langsam, was das hier angeht, aber ja. Würde ich natürlich auch gucken, dass ich hier nichts verpasse. Oder kann ich jetzt da
Warte mal, das sieht mir eher aus, als ob ich mit dem Morphball hier durch mich bewegen könnte, aber wie komme ich da rein, ist die Frage. Wie war das nochmal hier? Die Aktivierung des Regulators ist ein Ansaugimpuls erforderlich. Oder ist jetzt irgendwie unten eine Lücke entstanden? Nee. Ich stehe vermutlich wieder ganz billig auf dem Schlauch und das ist eigentlich voll simpel, ja. Vielleicht wird da bestimmt einfach nur irgendwo eine Plattform übersehen, wo ich hochspringen kann. Weil ich meine, muss ja einen Grund haben, warum ich jetzt da rein kann, hier als Beispiel. So. Kann man hier... Nee, wenn ich irgendwas anziehen kann, dann wird es ja einem angezeigt. Alles Impuls. Achso. Ja, einfach ganz gemütlich dran gehen, gell? Achso, pumpen. Alles klar, das war die Rätsellösung. Der Pumpenterminal wurde betätigt, gilt ihr Durchfluss der Regulator aktiv. Diese Einheit bleibt ausgeschaltet. So, Geldurchflussregulator liegt brach durch Entzündung. Achso, ja, das ist dann, dass man das dann dreht dabei, okay. Okay, alles klar. Alles klar, so ist gedacht. Bisschen rätseln, gell, aber genau so ist es ja schön, gell. So, alles klar. Das war ja zumindest offensichtlich, dass man hier mit dem Morphball irgendwie durch müssen. So, und dann hier gerade dasselbe nochmal. Okay, alles klar. Wie gesagt, man lernt ja durch Spielen, gell? Nach und nach. Na, tun wir das jetzt nochmal eine Stufe erhöhen. Alles klar. So, die nächsten Mücken befreit in dem Sinne, gell? So, jetzt gehen wir sozusagen schon außen rum in dem Sinne. Ihr seid immer noch alt? Ne, ihr seid neu. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Adulter, ja, also halt Erwachsener, Gradnoll. Hält die meisten am Stamm, empfindlich gegen physische Reizung. Ja, ich kann ihn ja mal einmal boxen. Der kennzeichnende, ausgeprägte Hinterleib der adulten Gradnolls stellt ihren größten Schwachpunkt dar. Durch einen starken Ruck lässt sich... Also, man muss sie wirklich wegziehen. Durch einen starken Ruck lassen sich Gradnolls förmlich zerreißen. Explosionsstöße erlauben es, die zeitweise zu betäuben. Dadurch lassen sie sich leichter erfassen. Interessant ist ihre Fähigkeit, ein Energiefeld um sich herum zu generieren, das sie effektiv von Beambeschuss schützt. Gradnolls durchstreifen ihr Gebiet als listenreiche Räuber auf der Suche nach unachtsamer Beute. Potenzielle Opfer überwältigen sie zunächst mit Stößen von Fässerenergie, um sich dann auf sie zu stürzen und sie zu erlegen. Die ausgewachsenen Exemplare besitzen zudem ein äußerst widerstandsfähiges Außenskelett. Ja, also gibt es natürlich Stufen. Hey. So, einmal kurz kaputt ziehen, gell? So. So an die Leine genommen in dem Sinne, gell? So, alles klar. Aber das sind halt so die Kleinigkeiten, die einem nach und nach dann halt das Spiel so ein bisschen erklären, gell? Da ist eine neue Stelle zum Wegziehen bestimmt. Lagsystem blockiert, Druckniveau kritisch, zum Ablass des Gels Ventilkappe entfernen. Also einen Korken entfernen in dem Sinne. So, aber da unten war irgendwas. Achso, das war vermutlich das gedrehte Ding, oder? Nein, das war das andere Teil, was schon gebraucht wurde. Aber das hier ist jetzt weiter nach oben gedreht worden, genau. In medialen Positionen zum Einleiten der nächsten Stufe muss die nächste Sequenz eingeleitet werden. Alles klar. So, dann einmal hier wegziehen. Whee. Ja, so einfach kann es gehen, gell? Ventilkappe entfernt, Brenngel wurde entzündet. So, ja. Das war, glaube ich, nicht so
gewollt, aber man muss es ja tun, damit Samus Aran hier ihre, ja, ihren Weg bahnt, alles kaputt zu machen. Oh, das sind schon wieder neue Viecher. Morphologie Fässernrollschabe lädt sich zur Verteidigung auf, lässt sich mit Sprengkörpern zerstören. Gut, die kennen wir, glaube ich, noch vom vorigen Teil, ja. Rollschabenbewohner bewohnen in der Regel enge Zwischenräume, weshalb sie oftmals die Passagen durch Tunnel erschweren. Durch Bomben lassen sie sich jedoch einfach bekämpfen. Fässernrollschaben zählen zu den Bodenschädlingen und sind imstande, ihre von einem harten Gehäuse umschlossenen Körper mit Fässern aufzuladen. Im aufgeladenen Zustand rollen sie sich zum Schutz zusammen und versuchen, ihre Gegner zu rammen. Ja. Neuer Eintrag, alles schon gut. Der Knopf. Ich will springen und nicht hier rumrollen. Alles klar. Aber sowas mag ich ja. Ich habe es ja immer wieder gesagt. Wenn man in den Raum kommt, dann erstmal so ein bisschen Rätsel-Action hat, anstatt man einfach nur rumgeballert die ganze Zeit. So, da ist ein bisschen Feuer. Das tut nicht gut. Ah ja, okay. Auch praktisch, gell, so ein bisschen. Na, Feuer. So. Wenn man so eine minimale Abkürzung macht in dem Sinne. So, jetzt sind wir ganz weit oben. Gab es hier noch irgendwas zum Scannen? Nee. Okay. Und da kommt man nicht rein. Das sieht irgendwie so aus, ob man da irgendwie... Nee, ist glaube ich nur Deko, gell? Ja. So. Ist natürlich auch immer so eine interessante Sache hier, also wenn man es mal so ein bisschen auf logisch trimmt. Das Ganze soll ja eigentlich dafür da sein, damit man hier, ja, damit man halt, ja, lass mal raus hier. Oh, okay. Dass man hier dieses Brenngel fördert und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man das Ganze nutzt, damit man, ja, damit man halt alles in Bewegung setzt. Pumpentouren in Endposition. Brenngel-Pumpsysteme sind nun einsatzbereit. Wobei man sich natürlich fragen könnte, wenn das Brenngel so brennbar ist, wie fatal wäre das Ganze, wenn man hier wirklich die ganze Zeit mit Feuer arbeitet. Dann müsste ja schon bald der ganze Planet in die Luft fliegen, so ein bisschen. So gefühlt. So, das war jetzt hier noch die Position-Ding, genau. Einfach noch kurz wegmachen. Damit es grün ist. Ich mag das, wenn alles grün ist. So, und das ist natürlich jetzt auch komplett fertig hier jetzt. Alles klar. Und da könnte man sich jetzt dran festhalten. Was grün markiert der Gift? Kann bringen bei Sprüngen einen Halt. Bin schon mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Achso, okay, die hält sich dann automatisch fest. Alles klar. Ja, und da war jetzt unser Kollege oder was? Oder wie? Die Anlage hier. In der Mitte hier. So, der Golem-Aufsatz bleibt geöffnet und gibt fortwährend Brenngel ab. Mhm. Oh, was springt denn da raus? Einfach mal so ein Fisch. Oder was weiß ich, was es war. Rohes Brenngel ist imstande, instabil und kann mit einer starken Explosion entzündet werden. Warte, ich möchte erstmal kurz den komischen Fisch da scannen. Komm, hilf nochmal raus. Hallo? Ich will den Fisch scannen da, den komischen. Ist der echt nur einmal rausgehüpft? Oh, man sieht übrigens hier, wenn man weit wegläuft, dann wird hier die Textur hier, die Textur auf. Na gut, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, dass der gleich nochmal rausspringen wird, wenn man... Ja, wenn man irgendwie drüber will oder so. Kranke scheint brennbar zu sein. Dicke Borkenschicht verhindert Entzündung durch Beschuss. Oben müssen wir auf jeden Fall noch was zum Scannen. Gealterte Gelkristall. Verhärtete Kruste scheint unempfindlich gegenüber Beschuss zu sein. Ach, so war das gedacht. Ja gut, ich hab's jetzt... ungewollt richtig gemacht.
Also im richtigen Moment abgeschossen. Ich will den Fisch da scannen hier noch. Da ist doch. Eh. Bleib doch mal da hier. Weil ich denke mal, dass er mich eigentlich auch angreifen wollen würde, deswegen. Der ärgert mich jetzt sehr viel. Ich will den haben. Ich will den scannen. Kommt mir vor wie bei Pokémon, wo man erstmal ein Pokémon fangen möchte. Ist es getriggert, wie der da kommt oder so? Na gut, es wird vermutlich sein, dass der einem später trotzdem noch so ein bisschen auflauert. Wobei, eigentlich nicht unbedingt, gell? Nee. Oder doch, weil man muss ja irgendwie da hinten durch. Vielleicht haben wir ja später noch einen Schutz, dass wir in dieser Suppe laufen können. Aber es ärgert mich, dass ich will den Fisch da haben. Ja, da wird man garantiert noch rumlaufen können. Warte mal, ich gehe nochmal kurz aus dem Raum raus. Ich will diesen Fisch haben. Dann kommt die Tür, geh auf. So, einmal. Na. Kommt er jetzt? Alter, den kriegt. Wie soll man den kriegen? Wenn der immer nur alle Jubeljahre mal raushüpft. Ich meine, der Scan vor Progress bleibt ja erhalten. Ich will den haben. Ich will den Fisch haben. Wenn ich jetzt hier schon noch rummache, dann will ich auch die Zeit nicht verschwendet haben und ihn auch wirklich haben dann. So. Mal Tür zu. Mal Tür auf. Und jetzt nochmal scannen hier. Ja, nicht so intelligent. Aber wenn man blind springt, ist natürlich klar. Oh, der ärgert mich gerade, der Fisch. Was soll denn das? Warum ist denn der so penetrant im Sinne von hier nicht erscheinen? Hatte ich auch bei keinem Metroid-Teil bisher. Geh auf die Tür. So. Etwa. Ich wette mit euch, den kriege ich später sowieso noch, weil ich ja eh nochmal durch den Raum muss. Er kommt. Ja, nee. Genau das wird nämlich die Antwort darauf sein. Ist das hier das dritte Schnur? Okay. Bevor ich hier jetzt 10 Minuten rummache, um einen Gegner zu kriegen, den ich sowieso noch kriegen kann. Ah, weiter Punkt. Okay. Das heißt aber, dass hier gleich was passieren wird, wenn man immer so einen Durchgangsspeicherpunkt hat, gell? Auch schon wieder 28 Minuten hier. 5 Minuten nur Fisch gesucht, gell? Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir den Raum sowieso nochmal müssen. Von daher, ja, werden wir den hoffentlich noch kriegen. Hui. Dieser Raum ist auch interessant. Na, diesmal nicht. Hier rumhüpfen. So, ansonsten ist es hier nichts. Okay, es soll einfach nur fies aussehen. Alles klar. Und dann läuft Suppe runter. Unraffiniertes Brenngel läuft aus diesen Öffnungen. Extreme Kälte könnte den Fluss eventuell zum Stillstand bringen. Ja, das sagt eigentlich immer so schön hier. Wir werden noch den Eisbeam wieder bekommen, gell? So, lass ich mal durch hier. Dann wieder räumen aus. Hier, warte mal, ich muss ganz. Oh! Was hab ich jetzt getroffen? Oh, da hinten schießt was. Du hässliche Mücke, du. So. Ich wollte gerade ganz kurz auf die Map gucken und zwar. Okay, da geht's einfach durch. Ein Pfeil? Okay, verstehe ich zwar gerade nicht, aber okay. Aber wir müssen hier liegen. Ich frage mich gerade, warum.
Achso, der kommt vermutlich eh nicht lang, weil es die ganze Zeit läuft, oder? Hier. Ja, ja. Ich merke schon. Was man hinten Feines. Steinplastik des Kopfes ist geöffnet. Zur Nutzung des Transportschachts Öffnung passieren. Ja gut. Aber ja gut, es sieht wohl echt das auch aus, dass wir gleich unseren Eisbeam bekommen. So. Weil wir müssen ja da irgendwie dann durchkommen. Oder was heißt gleich? Was haben wir hier? Morphologie Gelkäfer. Pazitpanzer mit Brenngel angereichert, explodiert bei Beschuss. Gelkäfer sind Wanderinsekten, deren Schale aus organischem Phasit besteht. Der Stoffwechsel dieses Höhlensiedlers ist komplett auf die Ernährung mit Brenngel ausgelegt. So reichert sich im Lauf der Zeit kristallisiertes Brenngel am äußersten Leib an. Dies stellt jedoch eine zusätzliche Gefährdung für den Käfer dar. Wird ein Gelkäfer beschossen, entzündet sich das Brenngel und sprengt die gesamte Kreatur auseinander. Die haben einen kleinen Käferli. Deswegen lassen sie sich auch hier fallen, damit die sozusagen uns entgegenkommen und dann, ja, einfach platzen dann. So, na komm. Bisschen Ping-Ball, Ping-Pong. Immer so leicht zerstört und leicht. Wobei, das sieht wieder aus wie Arena. Ui, was ist das denn? Oh, Weltraumpiraten. Sozusagen, ja. Alles klar. Erstmal den Container scannen hier. Große Container der Weltraumpiraten verfügen über stabile Gehäuse. Bergung des Inhalts ist nur mit Gewalt möglich. Ja, große Container der Weltraumpiraten bestehen aus widerständigem Material. Ja gut, okay. Ist im Prinzip auch nur so ein AP-Container. Oh, aber ein neuer Weltraumpirat hier. Morphologie gepanzerter Piratensoldat verfügt über dünne Panzerung, nur gering von Explosionen geschützt. Mal gucken, was mal ganz kurz wieder so im Nahen aussieht. Ja. Ich wollte ihn lesen. So, gepanzerter Piratensoldat sind mit einem gewöhnlichen Panzeranzug ausgerüstet. Er bietet angemessenen Schutz gegen Beamattacken, ist aber empfindlich gegen Explosionsstöße. Diese Piratensoldaten verfügen über die Standardbewaffnung der Piraten. Dazu gehört ein Sturmgewehr und eine Säbelklinge, die beide mit Fesseln betrieben werden. Gegen abgeschirmte Gegner kommen häufig EMP-Granaten zum Einsatz. Das neue Schubsystem erlaubt ihnen zudem schnelle Ausweichmanöver. Ja, ich merke schon. Oh, ich merke schon, der ist halt wirklich geschützt hier von meinen Attacken. Ja gut. Ah, da verlieren sie instant ihren Schutz, okay. Ne, nicht instant, sondern halt im Sinne von... Gut, die kriege ich vermutlich nicht abgeschossen. Das ist halt jetzt auch vielleicht der Nachteil. Ich meine, es ist ganz gut, dass sie das hier so gemacht haben, dass man halt sich aussuchen kann, ob man die Munition verbraucht von Fässern. Aber man merkt halt auch gleichzeitig, dass das Ganze hier so gemacht ist, dass man halt sich überlegen muss, möchte man jetzt Fässer benutzen oder nicht, weil man halt natürlich dabei seine Leben verbraucht. So, war's das? Oder kommt noch eine Ladung? Das sieht wohl aus, ob da noch was kommt. Okay, wir kriegen doch noch Hilfe. Ein schöner Effekt hier. So, Jäger Rundas im Rahmen einer Fördermission als vermisst gemeldet. Ja. Man merkt schon,
Oh ja. Kriegt man sogar direkt gezeigt hier, dass er im Bann von Dark Samus steht. Die Musik. Alter, wie geil. 100 schützende Eispanzer müsste sich entfernen lassen, solange die Zielperson... Ja, ich lese trotzdem mal durch. Rundas Fesseln-Einwirkung hat Rundas Fähigkeiten zur Eisgenerierung noch deutlich gesteigert, was ihn aus jeder Entfernung zu einem tödlichen Gegner macht. Sein robuster Panzer hat jedoch einen Schwachpunkt, am Hals. Durch einen starken Ruck lässt sich die schützende Schicht entfernen und Rundas wird verwundbar. Dieser Schwachpunkt lässt sich jedoch nicht ausnutzen, solange Rundas aktiv ist. Er ist imstande, durch reine Willenskraft Eiskörper zu erzeugen und Missiles in Flug zu vereisen. Uiui. Also nicht mit Missiles drauf schießen. Seine kleineren Projektile auf Eisbasis lassen sich durch Beschuss abwehren. Den Attacken mit größeren Eisstücken sollte man aber besser ausweichen. Es ist Vorsicht geboten. Rundas ist ebenfalls in der Lage, in einen Hypermodus überzugehen, der ihn zu einem ebenbürtigen Gegner macht. Ja, und jetzt versteht man so ein bisschen, was hier so ein bisschen abgeht. Dass er natürlich. Oh, dass die anderen natürlich dann auch so eine Art. Ja. Dass sie halt auch kontrolliert werden, das wollte ich damit sagen. Oh, Achtung. Sind das eigentlich neue Sachen, die man von ihm scannen sollte? So eher nicht, gell? Warte mal, da hinten ist was. Ich lass mich ablenken. Deine Abdeckung ist mit lokalem Steuerschalter vernetzt. Öffne voll Fuß durch Schalter. Okay. Passivplatte regiert. Riegel Steuerschalter ab. Zugriff mit momentaner Erweiterung als Anzug nicht möglich. Okay. Ich ablenken lassen hier, oder? Wo ist er? Ist er irgendwo oben? Oh. Achso, der hat sich irgendwo in die Luft begeben und schießt langsam nach unten. Okay, ich sehe schon. Na. Okay, verstehe. Also er fliegt in die Luft. Und dann hüpft er irgendwo gleich wieder runter. Ah ja. So. Ich glaube, so sollte ich selber in Hypermodus gehen und in den abfeuern, ja. Ja, ich drehe mich mal ein bisschen. Warum auch nicht? Ja, obwohl ich im Hypermodus war, hat der trotz allem Leben. Und damit baut er auch wieder die neuen Türme auf. Okay, alles klar. Kann es sein, dass er sich regeneriert oder wackelt seine Anzeige nur gerade? Naja, hier muss man wirklich gerne nicht in Bewegung bleiben, sonst wird man die ganze Zeit getroffen. Na? Und irgendwie habe ich meine Leben hier zurückbekommen. Ich glaube, hier ist irgendwas gerade kaputt gegangen, womit ich mich wieder hochgeheilt habe. Na. Erstmal alles weggezogen hier. Na. Oh ja. Aber warst du schon? Alter. Scheinbar ja. Oder doch nicht? Alter, wie das aussieht. Ist schon geil gemacht, also ohne Witz. Ach. Ja, aber Hauptsache kriegen wir trotzdem unseren Eisbeam, gell? Wie gesagt, ich habe das Spiel ja nie durchgespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, ob am Ende irgendwie Dark Samus plötzlich mit all den Fähigkeiten von den Typen hier rumlaufen, aber... Oh ja, oh, das sind Ice Missiles, sehe ich gerade sogar.
Aber man sieht schon, ab einem gewissen Punkt macht schon Sinn, auf den, ja, auf Fässern zu gehen. Erweiterung für Anzug erhalten. Eismissiles einsatzbereit. Zum Abfeuern nach unten gedrücken. Die Eismissiles ermöglichen es, Gegner und Flüssigkeiten kurzzeitig anzufrieren. Ach so, die sind jetzt, unsere Missiles sind automatisch Eismissiles. Okay. Oh ja. Die sehen blau aus und trotzdem sind sie so gescannt, gell? Achso, ich darf nicht, weil ich hier erstmal auf 1 drücken muss. Ja, das ist ja das, wo ich eigentlich hin musste, gell? Missile-Munition 10. Achso, weil es eine größere Einheit ist. Okay, alles klar. Soll das auch nochmal scannen? Einfach nur, damit es halt gescannt ist. Und vielleicht noch hier das Goldene. Das habe ich schon. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, ab hier tun wir mal den Part beenden, gell? Und gucken uns dann an, wie es dann halt weitergeht. Ihr habt schon gesehen. Also ich finde gerade krass, dass es doch so früh passiert, dass wir schon den ersten besiegt haben. Aber das ist vermutlich genauso das vom Spiel hier so gewollt. Aber ich denke mal, dass wir auch noch den einen oder anderen Boss so haben werden. Also nicht unbedingt nur die Kopfgeldjäger. Und dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Metroid Prime 3 Corruptions sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und nicht vergessen, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.